Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 64 mit dem Noggin. Ja, und ich bin nicht alleine da, sondern ist noch jemand da. Ich bin der Chris als Kommentator. Ja, wer kennt ihn nicht? Ja, und wir machen heute das geile Uhrenlevel. Ich hab's gehasst. Ja, vor allen Dingen, weil da ja jedes Mal... Warte, ich... Punkt... Ah, scheiße. Ich geh mal Punkt 8, 12 9, oder sowas. Ja... Das Problem ist, manchmal, ich weiß es nicht mehr, bei bestimmten Uhrzeiten steht das ja, oder geht langsamer oder geht rückwärts. Ja. Okay, es steht. Komm, wir machen die 8 roten Münzen zuerst. Alter, das ist voll der Abfuck, wenn... Ohne Scheiß, ich habe schon mal ein YouTube-Video gesehen, wo hier jemand die 8 roten Münzen gesammelt hat, wo sich das Ding bewegt hat. Volles, Vollspeed? Ja. Okay, habe ich noch nicht geschafft. Ich habe es nur gepackt, wo es langsam war. Ja, wenn es langsam ist, packen wir das, aber... Fuck. Du packst es nicht. Ja, pff. Geht klar. Jetzt mal ohne Scheiß. Sie sind voll Idioten bei der Arbeit, so. Ja, ich sag nur bei dir Mirror's Edge, ja. Du bist öfters verkacken als ich in dem Game. Warum ist... Achso, das ist noch der Schatten von der oberen. So, warte. So, gut. Es geht voll easy. So, dann haben wir jetzt da Nummer 8. Dann haben wir den schon da. Vor allen Dingen, das ist der einzigste Stern, der hier so in der Luft spawnt von den 8 roten Münzen. Ja, genau! Da fällt der... Bei mir war der irgendwie immer unten, oder? Nee, der spawnt da oben nämlich hier in der Luft. Okay. Okay, sie ist jetzt nett. Die Bomben scheißen auch völlig auf dich, oder? Ja, haben die mich gerade nicht so gesehen. Wahrscheinlich. Ach nee, das ist noch eine Etage höher. Tja. Da ist das. Du Idiot! Ey, das gibt's, ich weiß wieder mal voll... Voll die Inkompetenz am Start. Aber wir sind hier nicht bei Minecraft. So, warte. Gerade einfach springen. Okay. Geht klar. So, das heißt... Das muss ich mir jetzt merken. 9 Uhr steht. Ich glaube, 3 Uhr mittags geht's langsam. Wenn ich es richtig in Erinnerung. Ich glaube 12 langsam, 6 auch langsam und 3 ist auch schnell, oder? Okay, wenn es ja jetzt auch schon. Ja komm, scheiß drauf, wir gehen einfach halb 2. Rolle den Käfig. Weiß ich nicht, noch als den scheiß Mauszeiger jetzt. Ist es tot. Nee, doch nicht. Hä? Ich habe auf die Zahnräder geguckt, war ein Fehler. Ja, die Zahnräder drehen sich doch nicht, oder? Normalerweise schon. LOL! Warum läuft das jetzt rückwärts? What the fuck, ey? Hä? Okay, entweder habe ich das ein bisschen anders in Erinnerung oder... Keine Ahnung. Vielleicht sind es die Uhrzeiger. Ja, oder das gibt's wirklich, das ist... Der steht jetzt hier auch voll lang, das Pendel. Ich habe jetzt echt absolut... Jetzt mal ohne Scheiß, wann war jetzt das letzte Mal gewesen, dass es... Die drehen sich normalerweise doch auch alle gleichzeitig, meine ich. Lol. Hä? Die drehen sich nach... Ja! Ja, die sich nach Zufallsprinzip dreht, ist klar! Bei dir haben sich immer gleich, das weiß ich noch, die haben sich... Ah, das ist halb 2, genau wie bei mir in der Schule. So funktioniert man hier. Okay, jetzt, ich gehe nicht mehr um... Am Arsch gehe ich um halb 2. Ich gehe jetzt um 3 rein. Okay, oder ich bin nie um halb 2 reingegangen, das kann auch sein. Wir wollen Punkt halb... Punkt 3. Fuck. Das ist doch scheiße. Rolle den Käfig. Das heißt Speed. Jetzt steht das schon. Okay, dann steht's um 9 Uhr und um 3. Ja, kein Problem, rolle den Käfig, kannst du nämlich so machen. Wie das halt. Nein! Er macht natürlich erstmal voll kacke. Das ist natürlich besser, weil dafür muss das nicht unbedingt laufen. Ist das hier eigentlich auch noch so ein Absatz? Wo man runterfallen kann? Ja, Tatsache. Vor allem, das erkennst du nicht, weil das... What the fuck, ey? Warum ist der halb draußen? Warum nicht? Ja, weil der drin sein soll. So. Tja. Da unten ist... Warte mal, meinst du, du kannst dich eigentlich von dem Punkt aus da unten reinfallen lassen? Sollte gehen. Locker. Das sollte echt gehen. Ich meine, wenn du das normalen B machst, ist ja wie so ein Doppelsprung kleiner. Wenn du dich vor allen Dingen an der Wand runterrutschst, naja, ich probiere es aber nicht aus. Ich mach das nachher auf dem regulären Weg.
Weil, ja, sonst machst du das und dann verkackst du wieder. Boah, jetzt kann ich bis um 6 Uhr warten, damit ich da ausprobieren, damit es ein bisschen langsam läuft. Oder Fullspeed, ja. Oder um 1. Ja, weil vorhin das mit halb 2 im Random, das war scheiße, ey. Das war geil. Das war random, das ist Kacke. Okay, jetzt bleibt das Pendel auch nicht mehr da stehen. Das ist gut. Das heißt, jetzt haben wir vielleicht kein Random. Das Ding läuft richtig rum. Und es läuft auch nicht random. Okay, das finde ich gut. So ein Pendel hat mich noch nie umgehauen. Du bist immer nur dagegen gesprungen. Nein, das... So, was mit denen? Ja, guck, jetzt gehen sie nämlich gleichzeitig. Wollte ich doch sagen. Okay, also halb zwei immer Abfuckzeit Nummer 1. So arbeite ich in der Schule. Halb zwei ist man hin in der Schule, wirklich. Wann war ich das letzte Mal, dass du hier Super Mario 64 gespielt hast? Als du noch dein N64 hattest, oder? Ja, noch länger. Ach du Scheiße, mein N64 ist ja kaputt gegangen. Boah, 2-3 Jahre. Warum? Keine Ahnung, es ist einfach... einfach ein bisschen. So oft gebraucht. Ja, ich bin sonst nicht dein... Na okay, dann nee, lassen wir wieder das Niveau. So, was müssen wir da? Achte auf, was ist... Ah, ich weiß, was Achte auf das Pendel ist. Okay. Ich nicht. Die Teile habe ich geliebt. Ja. Können halt manchmal abfucken. Ah, ja, Achte auf das Pendel ist das hier hinten, wo da die... Nein, 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 nein! Ja, schade. So ein Ding braucht doch jedermann zu Hause. Kommt gerade auf der Arbeit, das Ding läuft dir unter die Füße. Das Ding müsstest du im Garten einsetzen, wenn du was umgraben willst. Hier hinten ist auch... Ach. Fuck, 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 nein! Oh, Mann! Okay. Da hinten wacht auf das Pendel. Weiß was jetzt ist. Lauf! Ja, halb zwei! Nee, Viertel nach zwei. Im Viertel nach eins. Aber vielleicht macht er im Viertelstundentakt, das wäre scheiße. Okay, es bleibt nicht stehen. Hey. Das Problem ist jetzt nur, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Das heißt, die Folge wird wahrscheinlich wieder länger. Na, halb... als eine halbe Stunde, ey. Die Pendel kann keinen killen. Okay. Ich will da hoch. Ah, du Noob! Alter, am Arsch, ey! Du weißt, du bist gerade schon so ein richtiges Stück Scheiße. Ich stelle mich gerade wieder mal so zum Scheißen an, ey. So, Viertel nach eins. Tic-Tac-Trauma, ja, da kriegst du wirklich ein Trauma. Ah, übrigens ist auch gestern die, nee, warte. War das heute oder war das gestern? Guck mal, durch die Nachtschichten komme ich voll durcheinander. Nee, gestern, nee, da war das vorgestern, ist auch, die letzte Left 4 Dead Folge rausgekommen von unserem Special, von der Aufnahmesession. Und nachher nehmen wir dann wieder weitere Parts auf. Und natürlich dann der Ingame-Sound nicht mehr so übertrieben laut ist wie bei mir. Der war ja wirklich hardcore-mäßig laut. Lauf durch. Ja, ich wollte nur warten. Heißt aufs Warten. Ja, und dann genau in dem Moment kommt er dann raus. Dann spring rüber. Stimmt, kannst du eigentlich auch machen. Ja, guck mal, eins muss ja dem Level lassen, weil... Das ist zwar ein Abfuck-Level... Ah, die Mucke ist geil, ja. Weil das ist irgendwie die coolste Musik in Super Mario 64, finde ich. Die kannst du dir wirklich... Das ist genauso wie in Super Mario World, dieses Atlantic-Theme. Das kannst du stundenlang wirklich anhören. Ja, guck mal. Ja, guck mal, wie weit weg der noch ist. Ja, so eine Brüste, die schafft man locker. Ja, ist doch alles. Wir können das auf dem selben Weg machen, ja. Wenn uns da hinten wieder in den Tod stürzen. Sag nur bei dir Mirror's Edge, ja, mit dem Wasserfall, ja. Achso, stimmt, die Folge ist ja noch gar nicht draußen. Ja, die Leute wissen aber, dass ich mir die vorher schon angeguckt habe.
habe ich nämlich schon gesagt, das ist das Coole bei YouTube, wenn das auf privat gesetzt ist, die Leute, die sich im Kanal einloggen, können sich schon vorher angucken. So, jetzt muss ich auch kurz noch was von dem geilen Zitronen-Limonade süffeln. Meinst du schon leer? Fast leer. Und hier steht noch ein ganzer Kasten. Der wird heute noch leer. Ja. Und der Klo wird überflutet. So. Oder verbringen wir heute wieder... Nein, nein, warte, warte, warte. Oh Mann, nochmal. Achso. Ja, vor allen Dingen, weil du gehst jedes Mal... Lass die... Das unter dem ersten. Stimmt, das ist da, wo du auf den Sekundenzeiger da sein musst. Sekunden, Minuten, Stunden, alles dasselbe. Mit Tageszeiger. Was hier richtig abfuck sein wird, ist, wenn ich hier 100 Münzen... Alter. Ohne Scheiß. Das wird richtig scheiße in dem Level. Geil! Nee. Na komm, dreh dich doch! Okay. Guck mal, jetzt weißt du auch, wie so ein Uhrwerk im Inneren auf... Ja, zweimal Lack hintereinander gehabt, sagst du. Da wollte einmal einen blöden Spruch bringen, da kriegt der schon das Maul. Wo bleibt der dann? Nein, 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 oh, oh, nein, 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 okay, 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 okay. Das Kunst ist auch für nicht, das durch Münzen zu heilen. Das war ja damals in Super Mario Sunshine, fand ich da so ein bisschen scheiße, dass du nur drei Leben praktisch, also drei Energiedinger hattest. Wo ist der scheiß Zeiger? Ja. Da brauche ich eine Ewigkeit. Da hätte ich wirklich um 1:30 reingehen können. Dass es ein bisschen schneller geht. Mit so einer Zeitlupe. Vor allem, das sind nur immer Sekunden, oder? Ja doch. Ah, ich bin eine Flamme. Boah, guck mal, wie lange das jetzt dauert. Wie weit ich schon vorher kaputt geht, ey. Okay, das dauert jetzt erstmal. Geht das jetzt eigentlich... Machen wir das dann jetzt eigentlich mit... Jetzt verraten wir dann eigentlich schon was, was wir vielleicht zu dritt machen wollen als Let's Play. Ich hab's gesagt, wir müssen das unbedingt noch machen, solange der Modus da ist, ey. Ja, das Problem ist, wir könnten es eigentlich nur noch heute oder morgen machen. Ja. Das wäre das Problem. Oh, 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 da kommt eine Kugel. Die will mich gerade abfangen. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme. Wir haben ja toll, und ich muss aber dann erstmal so. Du Idiot! Warum? Warum? Ah ja, ist klar, gell? Mach das mal Wandsprung. Soll ich mal probieren? Ich weiß die Controller-Belegung nicht. Hab alles, was ich wissen muss. Ja, und da ist Z. Diese Trigger-Taste. Ich hab halt 2 verpasst. Nein! Ja, ja, und vielleicht ist ja 2:30 auch wieder so random. Hoffentlich. Der ist für sich. Ah, ich bewege dich weiter. Ja, das hängt. Was hängt? Ja, vor allem... Ja, ist random! Ja, ist random! Jetzt... Alter, das ist eigentlich voll der Abfuck, wenn jetzt random ist, weißt du warum? Der Zeiger kann auch wieder zurückgehen. Vielleicht auch nicht. Ah, das ist ein bisschen schön mit dem Controller. You spin yourself. Run, what the fuck? Ja! Am Arsch, ey, der wäre runtergefallen. Ich hab halt Skill. Ich hab halt Skill. Am Arsch, ey. Ich hab halt Skill. Ich hab halt Skill. Jetzt wirst du von dem Ding. Okay, doch nicht. Dreh dich! Nee, da kannst du ja nicht. Du! Das brauche ich jetzt noch ein bisschen, bis der ankommt. Gab's denn nicht noch einen R-Knopf? Oh ja, voll. Ja, da kannst du ja direkt so positionieren. Quatsch, wie bei Zelda dann. Das ist mir, das ist wirklich bei Mario jetzt voll oft passiert mir das, dass ich dass ich Z drücke, weil bei Zelda ist ja auch, drückst du Z, damit sich die Kamera hinter dich positioniert. Ich habe mir das so schon angewöhnt. Check it, Booty, check it, Booty, check it, Booty, check. Woo! Oh yeah. Guck mal, der bewegt sich. Und dann bleibt er wieder stehen. Einige Zeit.
Ja, er Fuck hängt wieder zurück! Nice, Junge! Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Ey, das ist einfach scheiße, weißt du? Jetzt wird das ein Let's Play Together. Ja, zumindest nur die Folge, weil der Chris ja heute bei mir ist, weil wir gleich nämlich Left 4 Dead aufnehmen wollen. Wow! Ja! Was jetzt geht? Sind wir da wieder wie am Anfang. Was machst du, ey? Ich rette die Welt! Höchstens, wie heißt das Königreich? Pilzkönigreich, glaube ich. Naja, mit meinem Skill. Oh, yeah! Willkommen zu einer weiteren Folge Lobby. Ja. Wo war das bei Mario Kart, gell? Stimmt. Bei Minecraft Mario Kart. Was? Mario Kraft? Warte, wenn ich die Kamera drehen will. Oh, okay. Ich würde jetzt rüber springen, aber ich habe Angst, dass das Ding dann wieder wegdreht. Klapperdach. Vor allem ist voll unlogisch. Das ist ein Holzzeiger und der brennt nicht. Scheiß drauf. Wenn die Flamme dagegen kommt. Was scheiß drauf. Ah, guck mal, jetzt warten die auf dich. Und in der Zeit, wo du das jetzt machst, habe ich schon 3 Sterne gesammelt. In der Zeit wirst du dreimal gestorben. Was läufst du so langsam, Chris? Also kleiner Tipp, stell dich nicht... Jetzt geht er wieder zurück, ey. Ja, stell dich da am Anfang vom Roten hin, weil ich habe mich ja vorhin nämlich ganz am Ende von Zeiger gestellt und bin deswegen gegen die Decke gesprungen. Wenn ich bis ankomme, mache ich das. Ja, wenn der Zeiger da mal hinkommt. Ja, guck, der Kasten ist nämlich kleiner. Machen das mit Stil, Leute. Wie weit ist er gerade zurückgegangen? Geil, Junge. Ja, geh noch weiter. Ja, es dauert jetzt noch ein paar... Leute, jetzt hat er wieder einen Schub nach vorne gemacht, ey. Das ist mein Hirn in der Schule um 2:30. Ich geh mal vorne, mal zurück. Okay, so kann man es auch machen. Soll ich weitermachen? Raus dich. Keine Ahnung. Kommt drauf an, was das nächste. Ja, kannst du von mir aus machen. Ja, gibt's das mal eine Special-Folge dafür. Chrissy mal Super Mario 64 spielen. Oh. Touch me, baby. Ah, 2! Stampf. Was. Ah, warte. Ich glaube, das ist. Ich glaube, da musst du ganz hoch. Ja, doch, da musst du ganz hoch. Viel Spaß dabei. Oh yeah. Alter, und Highspeed. Nice, Junge. Geil. Okay. Fick dich. Okay. Nee, weil da musst du ganz hoch. Da sitzt nämlich oben dieser blaue Stampfer. Und, ich mach's das am schnellen Modus. Und da, ich glaube, das ist das. Stampfer mächtig auf. So. Hui! So. Machst noch ein Leben, Tobi? Oh, okay. Das heißt, wenn wir abkacken sollen, ist die Folge vorbei. Gut, dann warst du mal gewesen. Ja, mein Skill hast du doch nicht. Das heißt, in 9 Runden, meins war's das für dich. Nee, weil... Den Zeiger hätte ich gebrauchen können. Ja, denn jetzt echt wär's mal 20:40 reingegangen. So. Das ist eigentlich auch mein Hirn gerade, so wirklich nach 2:30. Zahnräder. Danach Schule zu Ende, 10 Minuten später Schule. Alter! Wenn du da jetzt noch einen Wandsprung hinbekommen hättest, hätte man bis nach da oben gekommen können. Alter, leck mich am Arsch, ey, wie schnell. Ja! Wie schnell das jetzt geht, ey. Ich glaub, warte mal. Dann hast du uns bleiben. Ja, jetzt haben wir wieder 2 Leben. Jetzt hast du wieder volles Leben. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Okay. The fuck, ey. Okay, warte, jetzt habe ich... Nee, warte, jetzt steht er richtig. Die Frage ist jetzt, wo ich lang... Ich weiß nicht, in welche Richtung ich lang muss. Ich glaube aber...
Ich würde auch mal sagen, ich glaube, ich muss da lang. Ich glaube, hier lang ist richtig. Bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Okay. Block says no. Block says no. Warum haben denn da nicht solche Minecraft-Blöcke? Die sind so drehen immer. Du kannst ja bestimmt bauen mit Pistons. Das sollte doch kein Problem sein. So, und jetzt? Ah, okay, da. Einfach mal umdrehen. Okay. Hui, ihr könnt nix. Bam! Nein, 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 irgendwo aufkommen, bitte, nein! Ja, jawohl, wieder anfangen! Leute, ich bin schneller eingefallen, als wie die Kamera mitfallen konnte. Der Flick schon, der Wolke. Schon sind wir wieder da unten. Ja, stimmt. Okay. Ich bin der Einzige, der hier oben gegen den Spendel springt. Der Weg war aber der richtige gewesen. Alter, noch safe gemacht, ey. So, lass mich da durch. Dann wird die Folge heute geht wieder über eine halbe Stunde, ey. Leck mich am Arsch. Aber das macht ja nichts. So. Wir müssen auch noch mal gucken, dass wir irgendwann mal Super Mario World Let's Play. Hatten wir ja mal angefangen gehabt, also damals noch auf dem alten Kanal, nur durch ein bisschen, weil da das mein Aufnahmestick ja für meinen Super Nintendo ein bisschen rumgesponnen hatte, war ein bisschen der hatte mal ein paar Spiele-Szenen abgeschnitten einfach, warum auch immer. Deswegen kamen die nie online, diese Folgen. Dann machen wir das einfach nochmal. Ist ja schnell durchgespielt. Ja, 4 Stunden. Wir hatten ja in 2 Stunden hatten wir ja schon die Hälfte gehabt. Nein, nein, nein. Okay. Stand nur noch halb auf dem Block, aber egal. Lol. Ich bin mit dem Block hochgesprungen. So. Okay. Alter, das ist scheiße, wenn du da durchläufst, wenn es random ist. Das wäre voll geil. Das wäre voll scheiße. So, warte. Da ist noch ein Stern. Da müssen wir aber nicht hin. Wie das ganze Spiel noch raus, wenn ich kann. Nicht mehr alles, aber den größten Teil. Ey, guck mal, Super Mario 64. Das war damals mein erstes Spiel auf dem N64 gewesen. Meinst ich auch, als ich 3 oder 4 Jahre alt war. Ja, guck mal, wenn ich ein Spiel... Weißt du, das ist so ein Scherz, ey, ganz ehrlich. Wenn ich ein Spiel so oft durchspiele, gerade wie hier Super Mario 64 oder Super Mario World oder Ocarina of Time, dann weißt du einfach so ziemlich alles auswendig. Das ist nun mal so bei mir. Und trotzdem verkackt es. Geil. Eigentlich wäre ich jetzt runtergefallen. Ja, hast du mein Ziel gelernt? Ja. Es liegt nur daran, dass du gerade hier bei mir sitzt. Ich hätte eigentlich durchlaufen sollen. Jagger-Style. Jeff, wo hast du einen Level-Editor von dem Game, ey? Machst auch so eine Scheiße rein. Alter, stell dir vor, du könntest jetzt wirklich jedes einzelne Bauteil und kannst Level bauen. Alter, keiner würde mein Level packen. Alter. Ich würde nur solche scheiße Teile bauen, nur für dich. Ja. Nee, nur diese Drehdinger da. Ach, Drehdinger und dann noch die Schubsdinger an der Seite. Warte mal. Ach scheiße, das Problem ist der erste ans Hören, sonst hätte ich jetzt gesagt, ich mache da einen Weitsprung. Okay, oder mach so. So, jetzt darf ich das nur verkacken bei den Dingern hier. Denn die sind arschig. Warum denn? Weil das Dreiecke sind. Und? Okay, ging klar. Dann guck mal, hier ist auch noch so ein. Hast du eine schlechte Mathe-Erinnerung oder was? Okay, ich warte noch. Ah! Nein, nein, nein! Alter, ohne Scheiße, ey. Ja, komm noch mal, wir haben doch ganz aus dem Level raus. Ja, warum nicht? Jetzt bist Gott. Du tot. Er ist fortgefahren, die Animation kommt da noch.
Am Arsch, ey! Das war scheiße von dir. Egal. Ja, wir haben 90 Sterne. Ich glaube, jetzt ist auch schon die halbe Stunde rum. So auf die Uhr guck. Ich weiß nicht, wir haben 6 nach angefangen. Also ich habe 6 nachts erstmal auf die Uhr geguckt. Die müsste eigentlich rum sein. Naja, danken wir uns vielen recht herzlich fürs Zuschauen. Ich weiß nicht, ob der Chris das auch. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei dem Abfuck-Level. Obwohl das hier oben ist eigentlich auch so ein Abfuck-Level, was da oben zu sehen ist. Das habe ich mir gehasst. Das fand ich wiederum eigentlich richtig geil. Ich fand scheiße. Das war eigentlich so, das war also eigentlich so eins meiner Lieblingslevel. Ich habe mich immer durchgecheatet. Ich bin immer am Anfang bin ich immer hinten rausgesprungen. Das habe ich auch gemacht mit dem Weitsprung. Ohne Scheiß. Ja. Ja, was heißt gecheatet? Du konntest es ja machen, war ja erreichbar. Okay, wenn du das dem einen Typen wieder erzählst, dann heißt es wieder, oh, du Cheater! Obwohl du kein Cheater bist. Naja, würde man dann sagen, lang genug drum herum geredet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Super Mario 64 mit dem Noggin. Ohne Chris. Genau.